Addicts. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Hier ist wie immer euer THC mit Toastbrot in die Wand. Und hallo und herzlich willkommen zum neuen Battle.net. Das ist das neue Battle.net. Keine Sorge, ich habe hier keinen Fullscreen, beziehungsweise es ist nicht ganzes, das ganze Bildschirm, sondern es ist ein ganz normaler Launcher hier. Das ist 800 x 600 irgendwie so rum. Also ich habe ja, ihr wisst ja, eine Auflösung von 1920 x 1080. Ich habe einfach das jetzt zentriert genommen. Also bitte erschreckt nicht, wenn ihr denkt, das nimmt den ganzen Bildschirm ein. Nein, das ist ein bisschen größer als der WoW bzw. Diablo Launcher. Und heute geht es darum, mal zu erklären, ob es sich schon lohnt. Man kann den nämlich schon runterladen und schon antesten. Da ich die Hearthstone Beta anzocken darf, danke Blizzard, ey yo, das war unnötig, habe ich natürlich auch dementsprechend direkt dieses neue Battle.log bekommen hier, Battle.net-Ding hier. Was ist die Grundidee davon? Die Grundidee dahinter ist, wenn ihr eben Blizzard-Fanboy seid, wie ich zum Beispiel, und alle die Spiele besitzt eben, World of Warcraft, Diablo 3, StarCraft 2 etc., dann werden euch diese erstens einmal hier aufgelistet und zweitens einmal, es kommt nur einmal ein Login-Bildschirm. Ihr könnt also, wenn ihr diesen Launcher startet, euch einloggen mit euren Account-Daten und euren Authentifikator dort, den ihr eventuell habt, je nachdem. Und dann könnt ihr sagen, dass es gespeichert wird. Und jedes Mal, wenn ihr dann jetzt auf ein Logo, also auf den Launcher, oder also den Launcher vom Battle.log, Entschuldigung, oder wenn ihr auf den StarCraft 2 Button oder WoW Button drückt, dann kommt ihr hier rein. Jetzt, was ist der Vorteil an der ganzen Geschichte? Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ihr müsst euch nur einmal einloggen. Das heißt, wenn ihr eben, wie gesagt, eben diese Spiele hier alle drauf habt, dann könnt ihr diese allesamt mit einem Klick starten. Das Beste ist, solltet ihr das Spiel installiert haben, aber nicht mehr finden, könnt ihr auch hier Spiel finden machen. Ihr müsst also auch, wenn es nicht im vorgegebenen Ordner ist, beziehungsweise wenn der Launcher spät installiert ist und das Spiel vielleicht von extern rüber kopiert ist oder auf der externen drauf ist, müsst ihr nicht komplett neu installieren. Ihr könnt auch Spiel finden drücken und das Spiel finden lassen, dann tut ihr das automatisch zuordnen und tut es auch dementsprechend automatisch aktualisieren. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, immer wieder die neuesten Sachen ansehen. Klar, hier gibt es Werbung natürlich auch hier, aber meistens auch diesbezüglich zum Spiel selber. Hier die neuen Karten für Saison 5, hier gab es nur 1:1 Kopien und so ganzen Sachen hier und eben über BlizzCon, da am World Champion. Ihr könnt euch hier direkt einstellen, auf welchen Server ihr zockt, Europa und so alles, eben je nach der Verbindung eben. Oder wo ihr gerade seid, wer weiß. Und hier bei Diablo selber könnt ihr auch wählen, auf welchen Servern ihr dann zockt. Das ist ziemlich praktisch, wenn ihr es richtig angibt. Und natürlich auch eben Infos hier, Vorschaus und so, das könnt ihr das einiges. Hier oben gibt es auch Neuigkeiten, da könnt ihr zu WoW den Hotfix anschauen lassen. Hier die neuesten Einträge und so. Also es ist ziemlich übersichtlich, ziemlich sinnvoll. Mir persönlich gefällt es sehr, ich finde es ziemlich cool. Ihr könnt auch sehen, hier hat jemand einen Kommentar geschrieben. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr zwar in den Internet Explorer bzw. Firefox da weitergeleitet eben. Aber wenigstens kann man hier schon mal Sachen, ihr könnt natürlich auch filtern. Das sind nur World of Warcraft, das kommen also nur WoW News. Ziemlich cool, hier Brauchfässer und so runtergesetzt und so. Das ist ziemlich cool gemacht. Wenn ihr was über Hearthstone wissen wollt, eben, da kann ich jetzt auch die Beta zocken. Da könnt ihr hier alles anschauen. Ansonsten gibt es übliche Funktionen. Ihr könnt Accountverwaltung machen, den Kundendienst belästigen. Ihr könnt Einstellungen machen, die Sprachen und so, Benachrichtigungen, die Installationen und Updates, die ihr hier habt für Sachen, die auch Benutzereinstellungen könnt ihr zurückstellen und so. Also ihr könnt hier so einiges machen. Ihr könnt Code einlösen drücken. Da geht aber auch wieder auf euer Battle.net im Internet. Da könnt ihr Code einlösen eben für Gamecards, Geschenkdinger da, wenn euch jemand Mount schenkt oder wenn ihr es vielleicht noch nicht Mist of Pandaria habt und so, dafür ist das eben gedacht. Und ihr könnt natürlich auch drauf klicken, eben wenn ihr zum virtuellen Ticket kommen wollt und so, wenn ihr es nutzen. Was ich auch cool finde, ist hier unten steht die Spielzeit, die man noch hat von World of Warcraft. Ihr müsst euch also nicht immer extra einloggen, ihr könnt hier direkt sehen, oh, ich habe noch so und so viel Spielzeit. Das finde ich super genial, weil ab und zu mal weiß man gar nicht mehr, wie lange man zocken kann noch und so. Dann musst du wieder einloggen, dann vergisst man es vielleicht, dann kommt man online so, ach scheiße, abgelaufen. Ja, und dann hat man zufälligerweise kein Geld mehr auf der Mastercard, kein Geld mehr auf der PaySafe-Card und pipapo. Und die Freunde haben auch zufälligerweise keine Gamecard und dann sieht man da,
Man hat einen Raid und man kann nicht mitraiden. Das ist ein scheiß Moment. Ja, kann passieren. Und Hunden sehen wir natürlich direkt eben den aktuellsten Patch, der auf World of Warcraft aktuell ist. Wir können auch hier Patch und anklicken. Wir können natürlich auch auf den Testserver wechseln, falls ihr Interesse an sowas habt. Ja, wie gesagt, ihr könnt ziemlich übersichtlich, müsst euch nur einmal einloggen und könnt dann hier direkt durchswitchen. Das Spiel. Ja, mir ist kurz der Camtasia Recorder abgekackt. Was ich noch schnell zum Feedback sagen wollte, ist, mir gefällt es sehr. Ich finde es sehr einfach, ich finde es übersichtlich, ich finde es sehr informativ und ich finde es auch praktischer, dass ich nur einmal einloggen muss und das Spiel starten machen kann. Was ich noch dazu sagen wollte eben, wie gesagt, das Spiel könnt ihr installieren, drücken, dann kommt wieder der Balken mit Installationen, Updates, alles, er macht alles auf einmal. Ihr müsst nicht noch irgendwas dazu drücken. Also für Leute, die es simpel haben wollen, für Leute, die Informationen zu den neuesten News haben wollen oder einfach schnell zocken wollen oder wissen wir, wie lange ihre Gamecard noch hält, können auch draufdrücken und es verlängern. Ist es 1A, ist es übersichtlich, ist es klein gehalten und so. Also ich kann echt nur sagen, ist super. Ich würde direkt mal in die Taskleiste ziehen und wenn ich dann wieder irgendwas zocken will, dann klicke ich da drauf. Ihr könnt auch ins Internet, ist es schon auf der Battle.net bzw. auf der Hauptseite schon von Blizzard dort herunterladbar. Ihr könnt es auch antesten eben. Ja, und das war's eben. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch selbst auch ein Feedback machen und selber hier auch unten auf Feedback klicken. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht davon. Hätte es nicht so gut erwartet. Aber ja, Blizzard eben. Das war euer TC mit Tusk gegen die Wand und der Battlelog 2.0 Vorstellung.